Merkel lässt einen Angriff auf eine Synagoge in Berlin am 4.10. vertuschen, wo sie am darauffolgenden Mittwoch plötzlich und spontan einen Fototermin vereinbart. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Alle Welt spricht, quasi die Medienwelt, in der BRD spricht über einen Angriff auf eine Synagoge. Und ich möchte auch über einen Angriff auf eine Synagoge sprechen, nämlich zunächst über den auf die Synagoge in Berlin. In der Oranienburger Straße. Und zwar hat hier ein Messerangreifer einen Zaun überwunden und ist da hinübergestiegen. Er hat mit einem Messer die Objektschützer bedroht, die ihn allerdings glücklicherweise entwaffnen konnten oder zumindest mit Hilfe der dann eintreffenden Polizei. Jetzt gab es in der BRD-Medienlandschaft allerdings keinerlei Informationen zu dem Fall. Nur in ganz speziellen Berichterstattungen. Und ich bin aufmerksam geworden auf die Herausgeber der Jüdischen Allgemeinen, die das folgendermaßen beschrieben haben. Er rief Allahu Akbar, ergänzte diese Worte noch mit dem Zusatz, jetzt kommt ein unschönes Wort in Verbindung mit Israel. Und ja, es gab Absperrung, die dieser Täter überwunden hatte mit seinem 20 Zentimeter langen Messer. Handelt sich übrigens um eine recht große Synagoge dort in Berlin. Und genau wie gesagt in jener Synagoge, die hier mit dem Messer angegriffen wurde, von einem gewissen Murat M., genau in dieser Synagoge plötzlich fand sich dann diesen Mittwoch Angela Merkel ein, zu einem ganz anderen Anlass. Ja, und der Angreifer in Berlin konnte, ich zitiere, nur mit größter Anstrengung der Polizei mit gezogenen Schusswaffen und Reizgas von seinem Vorhaben abgebracht werden, überwältigt, entwaffnet und festgenommen werden. Jetzt steht die von Merkel kontrollierte Polizei mit ihrer Pressemitteilung diesen Informationen konträr entgegen. Irgendjemand lügt. Hier steht, die Polizei berichtet, es handelte sich um ein rätselhaftes Tatmotiv, der Anfangsverdacht eines Hausfriedensbruchs. Also es handelt sich angeblich nur um einen Hausfriedensbruch, wenn ich über einen Zaun klettere, mit einem Messer Menschen angreife und dann nur durch eine Polizeistreife überwältigt werden kann. Ja, das ist mir ganz neu. Offensichtlich muss ich da die entsprechenden Worte wählen, um dort entsprechend so behandelt zu werden. Es wird betont in der Pressemitteilung der Polizei bezüglich Freitag, 4. Oktober, dass der Täter noch nicht in Erscheinung getreten wäre. Und ja, und es gäbe auch keine Erkenntnisse über dessen Motiv. Man rätselt noch. Ja, und am Freitag wurde die Tat verübt. Und am Samstag, morgen, war der Täter frei. Ja, der Täter war frei. Vielleicht ist er nochmal gekommen zu der Veranstaltung jetzt am Mittwoch und hat dort mit Frau Merkel gegen Antisemitismus demonstriert quasi. Man weiß es nicht genau. Ja, eine Frau Czebli von der SPD war auch da. Naja, aus welchem Anlass? Aus dem Anlass des Angriffs auf die Synagoge in Halle. Und in Halle, ja,
Da ist eine Frau gestorben, eine Unbeteiligte und ein Unbeteiligter in einem Dönerladen. Aber die Synagoge in Halle, die ist nicht beschädigt worden, zumindest ist kein großer, ist darüber nichts bekannt und auch niemand verletzt worden. Und wem hat Merkel kondoliert? Niemandem. Sie hat der Familie des Todesopfers ihr Beileid nicht bekundet und auch nicht der Familie des Mannes im Dönerladen. Was sie gemacht hat? Sie hat sich Frau Czibli mitgenommen und ist in die Synagoge in Berlin gegangen zu einem schönen Fototermin. Die komplette Medienlandschaft stürzt sich auf die Tat in Halle, aber die Tat in Berlin, da ist der Täter wieder frei. Der Täter in Berlin, ich muss es nochmal sagen, weil ich es wirklich nicht fassen kann, der Täter in Berlin, der Messerangreifer in Berlin, der eine Absperrung, einen Zaun überwunden hat, Menschen mit dem Messer angegriffen hat, der ist wieder frei und hat genauso ein Mordvorhaben gehabt. Ja, so unterschiedlich handelt die Polizei in unterschiedlichen Lagen. Vor dem Gesetz sind angeblich alle Menschen gleich. Aber wie wir das aus bis 1990 in Teilen Deutschlands kannten, manche sind gleicher als andere. Dann habe ich noch zwei Anmerkungen zu Halle. Zum einen hat mich gewundert, dass dort zufällig, und das Zitat der NTV-Reporterin war Zufall, zufällig war dort ein komplettes Kamerateam vor Ort. Am Breitscheidplatz 2016, Weihnachten, war keinerlei Dame, die auf der Straße ein Mikro in die Kamera hielt und dort live berichtet hatte. Nein, dort hatte man ein anderes Setting gewählt. Und der Täter in Halle, er sprach Englisch in seiner Botschaft. Komisch für einen angeblichen Nationalisten oder Nationalsozialisten. Ich habe eine Nachricht, ein Zitat wieder hier am Ende, und zwar bezüglich der Hassbotschaften und der Brandstifter, insbesondere aus Bayern. Zwischenzeitlich mir, wenn ich mir den aktuellen Zustand der CSU anschaue, sympathischer Politiker, nämlich Franz Josef Strauß. Er sagte, ich bin nicht dafür bekannt, dass ich Kreide fresse, um eine angenehmere Stimme oder eine angenehmere Diktion vorzutäuschen, sondern ich bin dafür bekannt, dass ich sage, was ich denke, und dass ich denke, was ich sage. Danke für die Aufmerksamkeit.